willkommen zu heißen zur heutigen Vernissage der Ausstellung 1000 eine Nacht. Sie haben ja hier schon von der Gruppe Adylo die Seelenklänge jetzt gehört. Das ist mal so der erste Einklang zur Einstimmung in diesem sehr atmosphärischen Abend heute. Wir sind heute, also mein Name ist erstmal Sarah Zirbins, ich bin Projektmanagerin der MHB-Gruppe, leite da die Abteilung Kunstförderung. Wir haben vor circa 2 Jahren, haben wir Peter Kunkel intensiver kennengelernt. Seine Kunst hat uns in den Bann gezogen und wir haben gesagt, die Kunst braucht Publikum, die Kunst, wir wollen ihn unterstützen, wir wollen ihn fördern, wir wollen, dass auch Sie alle diese Wirkung seiner tollen Werke miterleben können. Und heute sind wir hier in dem Atelier. Das Atelier ist erst dieses Jahr entstanden. Mitte des Jahres hatten wir die Eröffnung, wo jetzt Peter Kunkel sich natürlich immer weiterentwickelt hat und hier in diesem tollen, lichtdurchfluteten Atelier seine Werke fertigt. Und deshalb haben wir heute die erste thematische Ausstellung hier, 1001 Nacht. Warum 1001 Nacht? 1001 Nacht sind ja morgenländische Erzählungen und ein Klassiker der Weltliteratur. Man denkt viel an Sindbad den Seefahrer oder Aladdin und die Wunderlampe, aber eigentlich das ist überhaupt nicht Teil von 1001 Nacht, sondern es ist eher basiert auf einer sehr grausamen Geschichte. Und die einzelnen Erzählungen sind auch sehr von Erotik geprägt, was dadurch auch nicht unbedingt den Kindermärchen nahe kommt. Um mal kurz die Geschichte zu erzählen. Es gab einen König von einer Insel zwischen Indien und dem Kaiserreich China, der so boshaft über die Untreue seiner Frau war, dass er sie am nächsten Tag umbringen ließ. Und er sagte zu seinem Visier, das ist sein Berater, dass er jeden Tag eine neue Jungfrau zugeführt bekommen soll, die er dann am nächsten Tag wieder umbringt. Also eine sehr grausame Geschichte. Und nach vielen Nächten, nachdem viele Jungfrauen gestorben waren, war die Tochter des Visiers, Scheherazade, wollte dem Morden ein Ende setzen. Sie wollte die Frau des Königs werden und ist zum König gegangen und hat ihm eine Geschichte erzählt in der ersten Nacht. Und zum Ende der Nacht war sie an so einer spannenden Stelle angelangt, dass der König so neugierig war und die Geschichte weiterhören wollte, dass er sie am nächsten Tag nicht umbringen ließ. Und das machte Scheherazade viele Nächte lang, bis zur 1001. Nacht, wo sie mittlerweile schon 3 Kinder von ihm geboren hatte und dann der König ihr Gnade gewährte und sie seine Frau wurde. Das ist der Rahmen von 1001. Nacht. Das hat Peter Kunkel zum Anlass für diese Ausstellung genommen. Er hat viele Werke in seinem bisherigen Gesamtwerk dafür ausgewählt, aber auch einige extra für die Ausstellung gemalt. Beispielsweise dieses Bild hier vorne, wo sie die Frau mit dem großen Kopf erkennen, das heißt die 1000. Nacht, also eine Nacht bevor der König ihr Gnade gewährte. Da kann man ganz klar erkennen, das ist Scheherazade, wie sie sehr selbstbewusst dargestellt ist und fast schon selbstgefällig. Daneben ist der König eingekesselt in ein Viereck, ziemlich klein dargestellt, und unten erkennen sie diese kleinen Dörfer, das ist so diese orientalische, das, was einen so ein bisschen verzaubert bei 1001 Nacht, diese Dörfer, die eben die vielen Geschichten erzählen. Und das finden Sie auch hier, das ist eine Symbolik, die Peter Kunkel in vielen seinen Werken jetzt hier verarbeitet hat. Zum Beispiel auch in diesem hier, das ist der Traum, der ist übrigens auch extra für die Ausstellung hier entstanden. Aber auch eben in älteren Bildern wie die Stadt am Berg. Da haben Sie diese Atmosphäre von diesem bezaubernden orientalischen. Ansonsten sehen Sie in der Ausstellung auch viel die Frau in den Mittelpunkt gestellt. Sie sehen Frauen, die allerdings, was mir natürlich sehr gefällt, einen sehr selbstbewussten Charakter haben oder immer einen sehr ausdrucksstark und klug erscheinen. Wir haben auch die Erotik ist hier in vielen seiner Bilder verankert. Also Sie sehen überall mal wieder etwas, was Sie sicherlich auch schon auf der Einladungskarte gesehen haben, was natürlich auch ein sehr wesentlicher Teil von 1001 Nacht war. Ja, und dann so, und wichtig ist eigentlich das, was uns auch immer so beeindruckt, unsere Unternehmensgruppe, dass jedes Bild von Peter Kunkel erzählt seine eigene Geschichte. Und Peter Kunkel
hat zwar Inspiration und die Bilder entstehen natürlich aus bestimmten Gedanken, aber ihm ist besonders wichtig, dass Sie als die Besucher oder die Betrachter der Bilder eigentlich den eigenen Bezug finden, Ihre eigene Geschichte zu dem Bild finden, wie Sie sie interpretieren, wie Sie sie empfinden. Und deswegen hoffe ich, dass wenn Sie später in dieser Atmosphäre hier sich die Bilder anschauen, dass Sie auch da irgendwo Ihre eigene kleine Geschichte finden. Wir haben hier auch ein paar Köstlichkeiten noch. Sie sollten ein Wein genießen oder ein paar Snacks. Und später kommt noch neben hier unseren anderen tollen Musikkünstlern auch noch eine andere Künstlerin, ein kleiner Überraschungsgast. Da will ich noch nicht so viel verraten. Das mussten wir leider absagen, die Frau ist krank. Ich habe vergessen vorhin zu sagen, die liegt im Bett. Aber ich glaube, sie werden so viele tolle Eindrücke haben und für die sie so viel erleben, dass das absolut passt. Ja, und dann möchte ich mich ganz herzlich natürlich bei Peter Kunkel bedanken. Ohne ihn wäre natürlich die Ausstellung gar nicht möglich. Er hat diese tollen Bilder auch ausgewählt, zusammengestellt und ihn hier präsentiert. Ich danke auch an Peters Team, die im Hintergrund von Family and Friends quasi, die immer sehr viel hinter den Kulissen machen und sie verwöhnen, dass sie sich gut fühlen, einen schönen, atemberaubenden Abend haben. Ich danke natürlich der Gruppe Adulo sehr nochmal für den tollen Einstieg und auch meinem Team der MHB-Gruppe, Herr Dr. Harstedt und Frau Dr. Wiegeike, die auch immer mit Leidenschaft dabei sind und Tatenkraft und wir einfach immer die Kunst von Peter Kunkel präsentieren wollen und da alles für geben. Und ein kleiner Hinweis noch, wir machen auch andere Veranstaltungen mit der MHB-Gruppe. Wir haben am Freitag ein Seminar, das zur Steigerung der Lebensenergie dient. Da sind noch Plätze frei. Heißt Tanz in den Alltag, also auch was ganz Besonderes. Also meine Empfehlung, können Sie auch Herrn Dr. Haschel fragen oder es liegen auch an den Tischen nochmal kleine Informationen. Und zu guter Letzt danke ich natürlich Ihnen, die hier so zahlreich erschienen sind. Sie sind ja die wichtigsten Personen eigentlich bei der Kunst, weil Sie die Kunst betrachten, Sie müssen damit kommunizieren und Sie geben das Feedback. Und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen wunderschönen Abend. Genießen Sie es, nutzen Sie die Chance, sprechen mit dem Künstler und lassen Sie sich die Geschichten erzählen von den verschiedenen Werken. Ganz kurz noch, ich bin begeistert, dass die hier so zahlreich erschienen seid. Ich hatte nämlich starke Bedenken, dass wegen dem Regen gar keiner kommt. Also, Applaus für die, die gekommen sind. Dann möchte ich mich bei der Sarah bedanken für die Rede und bei der MHB-Gruppe bedanken, dass sie mich so tatkräftig unterstützt, weil die haben eine Energie oder setzen eine Energie da rein, das ist großartig. Und das findet man nicht alle Tage. Also vielen Dank, aber vor allen Dingen möchte ich mich jetzt bedanken bei Adulo. Ich muss dazu sagen, ich wusste nicht hundertprozentig, was auf uns zukommt. Ich hatte eine CD und habe mir die angehört und hatte mit dem Thomas, das ist der etwas größere da hinten, den ersten Kontakt. Und dann konnte ich ihn überreden, hier heute Abend ohne eine Gage aufzutreten. Aus dem Grund habe ich die Bitte, wenn es jemandem gefallen hat, sollte er doch da vorne in diese Schüssel etwas reinlegen und die Musiker werden es ihnen danken. Und ich denke mal, das war so großartig, dass die jetzt nochmal einen besonderen Applaus zu verdient haben. Ich habe geahnt, es wird gut, aber es ist großartig geworden. Die Stille in diesem Raum, das ist ja immer so ein großes Problem, wenn so viele Leute zusammen sind, war großartig. Ich glaube, es hat kein Mensch in den 20 Minuten geredet. Also es war wirklich toll. Es soll ja hier so ein bisschen ein kultureller Treffpunkt geben. Und ich hatte ja bei der Eröffnung schon gesagt, ich möchte auch mal irgendwas Besonderes machen, eine Lesung oder sowas.
Und wir hatten ja diese Dadurisch-Tage, da hatten wir auch hier einen Auftritt. Und jetzt haben wir tatsächlich die erste Lesung. Und zwar ist die am 7. Dezember, das ist am Montag, 19 Uhr. Hier in dem Atelier findet eine Lesung statt, und zwar über die Schriftstellerin und Frauenrechtlerin Luise Büchner. Luise Büchner ist eine Schwester von Georg Büchner. Und die war auch Schriftstellerin und war eines der ersten Frauenrechtlerinnen, die sich für die Rechte der Frauen eingesetzt hat. Wer Interesse hat, kann gerne kommen. Sie sind herzlich dazu eingeladen. Es wäre allerdings in diesem Fall ganz schön, wenn man zumindest so halbwegs wüsste, wegen Sitzplätzen, wer da alles kommt. Also ich kann das nur empfehlen. Ich glaube, es wird auch ein ganz toller Abend. Ansonsten, da vorne liegen Einladungen, könnt ihr mitnehmen, und ich möchte mich nochmals bedanken. Und jetzt kann es losgehen. Es ist schon daran gedacht, wenn jemand Lust hat, etwas länger zu bleiben. Ich werde nachher, oder wir werden nachher, auch ein paar Stühle hier reinholen, dass bei uns der eine oder andere sich setzen kann. Vielen Dank.